So, und damit dann hallo und herzlich willkommen zurück. Ja, ich war etwas. Ich habe nämlich hier, wie ihr seht, alles weggeflext. Habe hier eine Rohrleitung gelegt, entsprechend, dass das, weil das hier ein Lager und hier hinten, dass das entsprechend miteinander verbunden ist, dass das hier auch Sauerstoff bekommt. Das hier können wir noch wegnehmen, siehst du. Ja, und den müssen wir jetzt manuell befüllen. Ja, hier unten, das habe ich so weit weggenommen. Es war ja so ein bisschen ungünstig, dass das da lag. Und habe hier in mühseliger Kleinstarbeit und mit viel, von wegen, ich vielleicht lasse das wieder zerlegen, Komponenten und das, habe ich hier diese Module entsprechend gebaut und diese beiden kleinen Raffinerien. Es geht ja von der Ressourcen her, ne? Und habe hier in Cargo 1 ist das hier. Das ist der große, der hier dahinter ist. Mal so alles reingepackt. Und ihr seht, die sind jetzt auf einmal ganz viele Erze drin. Denn ich habe das, was hier war, da habe ich einen Verbinder dran geklöppelt. Und habe den. Oh, ist umgekippt. Hab den mit meinem Schiff hier hingestellt. Warum? Ach so, oh, ist der Wasserstoff alle. Okay. Nicht so günstig. Wirklich nicht so günstig. Ist gar nicht gut. Weil ich wollte nämlich eigentlich die Batterien nicht aufgeben. Ich fand das ein bisschen schade, dass die dann praktisch ja, wegfallen würden. Jetzt muss ich mal gucken. Batterie. Genau, nehmen wir die normale Batterie. Und setzen die hier mit dran. Ich habe bloß keine Stahlplatten, sehe ich gerade. Ja, dup, 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 dup. Warte. Genau. Machen wir mal welche. Das ist natürlich kacke. Ich hätte nicht sehen, das hier wegflexen können. Hatte ich schon angefangen, jetzt hier zu zerlegen, aber das macht jetzt keinen Sinn. Ne? Diese Plattform, das alles, das kommt weg. Ist jetzt immerhin schon mal miteinander verbunden. Ne? Aber das gefällt mir noch gar nicht. Wegnehmen, genau. Muss ja nicht mehr sein. Hier in dem Container ist halt noch etliches drin, ne? Das muss ich irgendwie nochmal rauskriegen. Ich habe das jetzt alles händisch rübergetragen, das werde ich jetzt dann auch machen müssen. So knapp, nicht ganz 9000 kriege ich halt immer auf einmal mit. Ja. Bisschen frustrierend. Aber das geht schon. Da ist noch ein Build and Repair dran, sehe ich gerade. Jetzt machen wir erstmal hier die Batterien dran. Ah, schon krass, dass die jetzt schon alle sind, ne? Oh, wundert mich eigentlich. Naja, egal. Ich möchte gern eigentlich dann eins davon sehen, ehrlich gesagt. Wir könnten das. Ne, unten drunter ist doof. Hier, da, guck mal, da. Genau, das geht schon mal. Ich bringe mal den Rest weg. Dann gucken wir mal, ob wir denn genügend Sachen dafür haben. Genau so. Ah, Energiezellen fehlen, klar. Das ist natürlich jetzt richtig ätzend. Energiezellen. So müssten wir nicht da unten noch welche haben? Egal, ich gebe erstmal hier nochmal welchen Auftrag. Man weiß ja nie. Haben wir hier noch Energiezellen? Nee, natürlich nicht. Ich suche jetzt nochmal vorsichtshalber durch, ne, weil.
Aber wir müssten noch Eisen haben. Ja, das sogar noch welche. Oder welches? Entschuldigung. So, Raffinerien, genau. Dann mal hier. Nein, damit. Warum einfache Raffinerie? Ich dachte, das ist eine normale. Ja, wo ist denn hier eine einfache Raffinerie dran? Hm, na egal. Jetzt wie blind oder so? Ach, das sind die einfachen Raffinerien. Ach so. Ja, na dann. So, nochmal hier gucken. Eisen, genau. Dann packen wir erstmal alles voll, was dann geht hier. An der Stelle. Auf jeden Fall das hier, die Nummer 1, was hergestellt werden muss. Und da brauchen wir jetzt nur in Anführungszeichen Eisen für. Das sollte ja möglich sein. Ach guck mal, da ist eigentlich genug drin. Ja toll, das ist der falsche Assembler, ne? Ja, welcher ist es denn jetzt? Jetzt müssen wir mal gucken. Asimus. Toll. Das ist ja, über Sampler so rum. Ach, okay, die Nummer 3 ist es. Okay, die Nummer 3. Mhm. Okay. Dann soll die Nummer 3 doch mal ganz bitte 30 neue Energiezellen machen. Ich wollte gerade sagen, die Ressourcen sollten eigentlich da sein dafür. Wir sehen, das funktioniert jetzt auch ganz gut. Mhm. Hoffen wir, dass es so bleibt. Jetzt hat die sieben mir noch was zu trinken ein, während der hier gerade am Werken ist. Genau, lassen wir den mal fleißig. Ah, lecker. Mhm. Gut, dann. Ja, sehr schön. Dann stellen wir nämlich diese eine Batterie. Diese eine Batterie hier. Und die wir jetzt gerade eben neu gemacht haben. Das lässt sich ja hier rausfinden. Na, hier schon relativ. Hier, wo sehe ich das jetzt gerade? Genau, in 7 Tagen. Hier ist 22 Tage. Also ist die neue Batterie. Die neue Batterie heißt so, okay. Nee, das passt ja nicht. Ach, verbraucht. Ja, hier ist klar. Ja, das ist die, ne? Weil hier sind 984 Kilowattstunden. Hier nur das. Genau, das ist die neue. Die soll auf Aufladen gestellt werden. Genau. So. Es dauert jetzt nur ein paar Minuten. Denn er zieht sich halt die Energie von dort weg. Wir stellen jetzt auch die andere Batterie, die es hier gibt, auch auf Aufladen. Genau. So, wunderbar, ist in ein paar Sekunden fertig. Der ist auch gleich fertig. Hier wird es jetzt rausgezogen. Und dann werde ich hier wohl doch nochmal eine weitere Batterie mit dran setzen. Vorsichtshalber. Ich brauche nochmal 20 davon, okay. Warte kurz. So. Ist natürlich doof, dass er hier immer den zweiten Assembler nimmt, ne? Hm. Naja, was soll's. Wir wissen es jetzt, welcher was ist. Zum Glück. So, wo sind die Batterien? Hier. Da. Ja, ich mach mal ein paar mehr. Denn ich schätze mal,
Wir werden da noch ein bisschen mehr benötigen insgesamt. Ja, 19 Energiezellen sollst du ja auch nicht mitnehmen. Die haben die ja schon. Okay, den müssen wir dann auch noch umstellen. Okay, irgendwas wurde gespottet. Ich hoffe nicht, dass wir gespottet wurden. Genau, auch auf Aufladen. Schon. Ist ja einer in der Nähe jetzt gerade? Ne, eigentlich nicht, ne? Dann haben wir Glück gehabt, würde ich sagen, ne? Genau. Dann machen wir jetzt das einzig Logische. Wir nutzen die Zeit und fliegen die ganzen Teile weg. Genau. Damit ich diesen Frachtcontainer da unten dran dann auch wegnehmen kann. Dauert halt so ein bisschen, aber passt schon. Ja. Ja, noch das letzte Spiel die Tage gesehen. Von den Dallas Cowboys gegen die Tampa Bay Buccaneers. Buccaneers kennen die meisten wahrscheinlich. Weil nach seinem Rücktritt vom Rücktritt Tom Brady zu den Buccaneers gegangen ist. Und seitdem gar nichts reißt. Ja, also ob man ihn jetzt dabei hat oder nicht, ich würde mich so weit aus dem Fenster lehnen und sagen, seine Zeit ist definitiv vorbei. Wobei man aber auch sagen muss, wenn man so die Spiele gesehen hat, die Defense ist von Tampa Bay wirklich nicht die beste. Ja, weil du kannst noch so eine gute Offense haben, wenn die Defense nicht stimmt. Und der Gegner praktisch einen Zug nach dem anderen machen kann. Oh, ja, schlecht. Aber gut, die Offense ist auch nicht so viel besser bei denen, muss man ganz ehrlich sein. Und sie haben zu Recht und verdient verloren. Und das auch nicht gerade knapp. War vorhersehbar, muss man wirklich sagen. Ne? Also es hätte mich jetzt stark gewundert, wenn es anders gekommen wäre. Aber gut. Tom Brady wirkte danach auch sichtlich geknickt in der Pressemitteilung, ne, in der Pressebesprechung. Ja, aber was hat er denn erwartet? Ich finde das sowieso immer, diese Rücktritte vom Rücktritt. Ne, da ist man dann halt schon und es lief alles gut und die Karriere war toll und jeder hat einen so, boah, cool, der Beste, war echt toll. Und dann entscheidet man sich mit irgendwelchen Hirnfürzen dazu. Okay, jetzt hat sich das dann erledigt hier. Entsprechend, ich muss jetzt unbedingt nochmal von meinem Rücktritt zurück und mache jetzt hier, keine Ahnung, irgendwas. So, ich werde die Batterien jetzt trotzdem nochmal dran packen. Weil das hat einfach zu viel Energie, die wir sonst. Aber eigentlich ist es auch egal, komm, scheiß doch. Kackt der Hund drauf, so. Das sind ja Ausdrucksweisen, das ist wirklich. Oh nee, ey. Ja, das ist. Warum ruiniert man sich das selbst? Eigentlich immer nur wegen dem Geld, ne? Sie haben schon massenhaft Geld verdient und dann bekommen sie noch irgendeine Summe angesagt und dann, ach nee, jetzt mache ich doch nochmal weiter und. Ja. Genau, alles schön weg. Sehr schön. Das würde mich natürlich interessieren, wie es hier hinten mit aussieht. Ja, das können wir kompensieren. Das können wir kompensieren, wenn wir das Building Repair umändern. Genau. Kurz rein. Moment. So. Ein Stück runter. Energy critical. So, müsste es passen, genau. Sehr schön. Okay. Ich
Wenn wir das hier wieder rausnehmen. Und dann hier flugs reingesprungen. Genau. Ich finde das ätzend, dass die Scheibe so kaputt ist, ne? Hätte auch mal heile sein können. Hm. Wenn man nur diese B-Ware, die man hier bekommt. So. Gleich fertig. Ja, wir sehen, er ist fleißig am Schweißen. Hat er jetzt alles Mögliche und jetzt kann er hier richtig loslegen. In der Hoffnung, dass wir natürlich so schnell wie möglich hier vorankommen mit dem ganzen Krams. Ich nehme mal ein paar von den Stahlplatten mit. Okay, 1000. Das ist jetzt, ja. Dann machen wir nicht mal hier ein bisschen Aufräumarbeiten. Unterstützen wir mal. Das Ganze muss ja jetzt schnellstmöglich luftdicht werden. Wir brauchen auch noch wesentlich mehr Eis. Ja. Damit wir dann hier endlich mal Sachen anbauen können und vernünftige Nahrung haben, die auch ein bisschen mehr bringt von den Daten her, sodass sie länger hält. Na, das wäre schon wirklich super. Aber das kriegen wir eigentlich noch hin. Gott sei Dank haben wir das Elite-Schweißgerät. Da geht das ja alles noch mit. Sehr schön. Na gut, das sind die kleinen Teile, ne? Die brauchen nicht so viel Stahlplatten. Okay. Jetzt sind natürlich nicht mehr so viele von übrig. Gefällt mir nicht. Noch mehr Stahlplatten haben wir hier nicht, ne? Bin ich der Meinung. Nee. Ungünstig. Es ist krass, wenn man hier im Schweißen ist, wie schnell halt 1000 Stahlplatten weg sind bei so ein paar Blöcken, ne? Na gut, ich würde gerade sagen, die 200 müssen jetzt auch schnell weg sein, aber das sieht schon ordentlich aus, ne? Ich würde sagen, wir lassen die Algen erstmal weg, die machen wir vielleicht nochmal wo separat. Wir machen hier den Raum zu. Und dann können wir den schon mit Sauerstoff fluten und können da entsprechend versorgen, dass... Vielleicht machen wir hier auch einfach... Oh ja, das ist eine gute Idee. Wir machen hier Fenster hin, dann nochmal eine Schleuse und dann kommen hier die Algen, die nochmal separat... Ja, ich denke, das ist eine gute Idee. Ja, das hört sich vernünftig an. Und jetzt müssen wir mal gucken nach Stahlplatten. Da ist keine. Haben wir noch irgendwo Eis? Warte mal. Ja, das sieht gut aus. 8000, das müsste reichen, dass wir es zumindest andocken können. Genau. Ich muss die Batterien umstellen. Genau, und auf Auto. Sehr schön. So. Dann einmal den O2-Generator. Bitteschön, mache ich auch nochmal. Sollte jetzt schon reichen zum Fliegen. Ach, siehst du, ich wollte ja das Geschütz abnehmen. Soll ich lande den mal hier kurz? So, wunderbar. Dann kann der auftanken. Ja, aber ich muss das Geschütz abnehmen, ich will da rein. Und das dann hier mitmachen. Genau. Sehr schön. Was sagen jetzt die Tanks? Wie voll sind die jetzt? 4%. Ja, gut, das ist echt nicht viel, ne? Naja, das ist ein Witz. So, kleiner Wasserstofftank. 5%. Ja, hat schon ein bisschen mehr Liter drin. Okay, ja. Ne, weil ich möchte das nicht alles mit dem Handbohrer da machen, ne? Da habe ich jetzt echt gar keinen Drang nach. Ey. Da wir jetzt hier oben schon alles haben,
würde ich tendenziell hier erstmal wieder alles wegnehmen. Und das dann woanders aufbauen. Ja. Wie sieht das hier aus mit der Raffinerie? Wir haben noch hier einen Frachtcontainer dran. Oder haben wir nicht? Doch hier, da. Achso, er werkelt noch, okay. Das müssen wir irgendwie darüber schaffen, ne? Mist. Ja, ich könnte doch die Raffinerie einfach ausschalten. Machen wir das mal. So, dann die Raffinerie. Genau, wo ist die einfache? Da. Genau, dann ist die nämlich schon mal weg. Hier kann auch... Genau, da der ganze Krams rein. Das kann auch mit weg. Sehr gut. Ja, weil das muss jetzt nicht hier sein, ne? Dadurch, dass wir den hier relativ komfortabel hin und her schieben können, passt das erstmal. Genau. Kann ich hier noch irgendwas mit... Interne Panzerung braucht er. Okay. Na, da haben wir jetzt im Moment nichts für, ne? Zeig mal her. Interne Panzerung. Ja, sagen wir einfach 200. Ach doch, okay. Haben wir relativ viel Eisen, ne? Na dann. Ja, guck mal, jetzt müsste es ja das laufen. Ich kann dann mal jetzt kurz schon mal hier das vorbereiten. Wir haben immer zwei Felder außen ringsrum, ne? Ja, das heißt, dann kommt hier die Wand hin mit der Decke. Ja. Ich muss mal kurz gucken und überlegen. Dann einmal hier schön fleißig. Das war jetzt, glaube ich, hier bei der... Ja, war das nicht hier mit dabei? Hierbei? Ich weiß es nicht mehr. Es ist halt echt jetzt schon wieder ein paar Tage her. Das sieht richtig aus. Warte. Ja. Super. Genau. Und dann gehen jetzt hier noch in die Ecke. Guck dir das an. Unsere Pilzfarmen. Hier die Gemüsefarmen, also schon mal eine fertig. Wenn wir jetzt noch Wasserstoff, wenn wir jetzt noch Wasserstoff dazu bringen und ein bisschen
entflammbare andere Sachen und Feuer, dann haben wir garantiert bald viel Spaß hier. Ja, das meine ich jetzt aber nicht damit, ne? Also nein, auf keinen Fall. So, muss ich mal schauen. Auch Stahlplatten, ganz dringend. Ich nehme mal das hier noch weg, das brauchen wir im Moment nicht. Auch nur so ein paar Stahlplatten. Es geht ja eigentlich nur gerade um das Optische. Genau, das sieht schon besser aus. Das macht schon deutlich mehr dann her. Ein bisschen runder sieht das Ganze dann aus, ne? Dann setzen wir das dann hier noch. Und dann können hier die Fenster hin. Achso, warte mal. Ich brauche erstmal erstmal brauche ich das hier. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Das gefällt mir ja gar nicht. Das ist ja dann. Ja, ist egal. Komm. Machen wir auf der einen Seite dies, auf der anderen das. Was soll's? Zwei. Haben wir nicht noch größere? Nee. Was mit dem? Aha. Na, sieh einer an. Ja, aber einmal zwei reicht auch. Einmal zwei ist auch vollkommen in Ordnung. Genau, machen wir das hier. Mir fehlen die Träger. Genau, das sind welche. 10 Stück reichen ja für das bisschen. Genau. Dann sagen wir dem jetzt, dass er ganz viel Stahlplatten herstellen muss. Genau. Nicht den. Stahlplatten. Und ich brauche Glas. Bin ich blind? Und da läuft das denn jetzt? Oder sieht es jetzt anders aus? Ich muss mal gucken, was schreibt er denn jetzt hier? Hartglas. Achso, Hartglas brauche. Eieiei. Echt? Hartglas kann ich hier nicht herstellen. Ach ja, da brauche ich ja diese Glaserei. Mit dem Sand. Verdammt. Produktionsblöcke, wo haben wir die denn? Das ist er nicht. Hier, Brennofen. Produziert Glas. Genau, das ist das, was ich brauche. Den gibt es hoffentlich auch. Nein, es gibt ihn nicht in klein. Warum? Auch, das wird ja vollkommen überbewertet. Oh, guck mal, bis auf Stahlplatten hat er alles. Ja gut, aber Stahlplatten hat er hierfür auch ordentlich schon verbraucht und nicht so richtig was damit
geschafft, leider. Oh, noch 400. Was ist das? Genau, das ist mal wichtig, dass das hier funktioniert. Ja gut, sieht man auch, ne? Da gehen ja schon knapp 100 für drauf. Also wir hatten ja schon ein paar drin, deshalb. Und dann hier noch, ja, ob das was wird. Oh, das sieht schon gut aus. Ja, gleich haben wir es. Okay. Der Brennofen braucht, bin ich der Meinung, Silizium-Halbleiter. Na gut, warte mal, Silizium haben wir doch da, oder? Silizium. Sagen wir einfach mal 100 Stück, ne? Denk keiner, dass wir mich gleich schweißen und dann ist das auch soweit. Und der hier, der muss auf jeden Fall noch mehr Stahlplatten machen. Jetzt alles nix. Ja, komm, noch ein paar mehr. Ist denn schon mal ein Fenster fertig? Fast. Träger fehlen. Echt, habe ich keinen Träger mehr? Da waren noch so viele drin. Eigenartig. Na, dann muss der auch noch Träger machen. So. Ja. So, 100 Stück. Die machst du jetzt aber erst, bitte. Genau. Das ist für die Fenster nämlich so ein bisschen wichtiger. Ja, und 100 Träger kommen schnell zusammen, ne? Jetzt immer 15 sind. Müsste aber passen. Ja, du bist... Energy schon wieder. Mehr reinsetzen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns einfach beim nächsten Mal wieder.